Begrüßen Sie zum Video zu den Neuerungen 2022 im Abacus Spesenmanagement. Die Neuerungen haben wir in unterschiedliche Themenbereiche aufgeteilt und ich fange gerade mit den Zahlungsmitteln an. Die Leistungsarten mit den Firmenkreditkarten können für Mitarbeitende ohne Firmenkreditkarte für die Rapportierung neu ausgeblendet werden. Falls auf der Leistungsart im N421 die Firmenkreditkarte auf Eingabe zwingend eingestellt ist, wird die Leistung bei der Rapportierung im N111 und im MyAbacus natürlich auch nur angezeigt, wenn die entsprechende Mitarbeitende eine Firmenkreditkarte hinterlegt hat. Ebenfalls neu können mehrere Kreditkartennummern pro Kreditkarte definiert werden und auch die auf der Kreditkarte hinterlegten Währungen für alle anderen Kreditkarten vom selben Institut übernommen werden. Kreditkarten, wo bereits eine Transaktion darüber tätigt worden ist, respektive eine Buchung dazu erfasst worden ist, können nicht mehr gelöscht werden. Das ist ebenfalls eine Neuerung. Dann machen wir weiter mit Yapil. Was ist da neu? Ab der Version 2022 können die Abacus Business Visa Debitkarte oder die Yapil Visa Debitkarte im Zusammenhang mit der Abacus Business Software genutzt werden. Der Transaktionsabgleich findet in Echtzeit statt. Das ist entweder möglich via Abaclick 3, MyAbacus oder auch im Ultralight Client, sprich im N111, wo das abgebildet wird. Um den Prozess mit Abaclick 3 zu nutzen, wird allerdings zwingend Abaclick 3 Version 1.4 auf Android oder die Version 1.6 auf iOS-Geräte benötigt. Neu wird, sofern Sie das automatische Visum für Preubuchungen in den Applikationseinstellungen 621 aktiv haben, pro Buchung einen einzelnen Auftrag im Electronic Banking geschrieben. Im MyAbacus gibt es folgende Änderungen. Die automatische Erkennung von Spesenbelegen ist neu auch via MyAbacus möglich. Um das können zu nutzen, muss der Mandant mit der Deepbox verknüpft werden. Weiter können Buchungen in der Rapportfreigabe direkt über den Report freigegeben werden. Um das können zu nutzen, muss in der Konfiguration ein View hinterlegt sein und muss eigentlich in den Seiteneinstellungen ein Flag aktiv geschaltet werden, wo dann heisst Buchungen im Rapport freigeben. Ebenfalls können Buchungen von Mitarbeitenden direkt in der Rapportfreigabe bearbeitet werden. Im Abaclick 3 haben wir neu, sofern das auch aktiviert wird natürlich, für die Freigabe von Spesen- und Kreditorenbeleg eine eigene Kachel zur Verfügung. Das ist vor allem dann, oder als Beispiel, wenn Sie Kilometer entschädigen, die Sie fertig melden müssen, beispielsweise Ende Woche, ist das in dem Sinn praktisch, dass Sie am Freitagabend sich nicht mehr einwählen ins MyAbacus, sondern Sie können direkt Fertigmeldung auch via Abaclick 3 machen, was den Arbeitsalltag sicher erleichtert. Zum Schluss haben wir noch weitere Neuerungen, die ich darauf eingehen möchte. Einerseits haben wir die AMID Option Pay-per-Use. Das bedeutet nichts anderes, dass Zusätze nur dann verrechnet werden, wenn, also Zusätze im Sinn von zum Beispiel Spesen, wenn Sie in dem Monat, wo Sie Spesen erfassen, zahlen Sie auch den Zusatz von der Spesen und wenn Sie die Spesen nicht brauchen oder nicht einreichen in einem Monat, dass die dann nicht zusätzlich verrechnet werden. Außerdem können die Mehrwertsteuerkategorien wahlweise auf einem Projekt hinterlegt werden, was neu ist oder wie bis anhin ebenfalls auch mit dem MCC-Code definiert werden. Falls Sie die Spesenfreigabe via Fertigmeldung nutzen, dann kann das neu, also kann man die Spesenfreigabe von der Fertigmeldung entkoppeln.
Somit wären wir bereits am Ende vom Video über die Neuerungen vom Abacus Spesenmanagement. Wenn Sie Fragen haben, dann ist das Fachteam Abacus von der Gewerbetreuhand AG gerne für Sie da.